So, willkommen liebe Freunde, wir sitzen hier draußen und ich mache jetzt gleich meine erste Trainingseinheit für die Murph Challenge. Ja, das bedeutet 1,6 Kilometer laufen, dann 100 Klimmzüge, 200 Liegestütze, 300 Kniebeugen und dann nochmal 1,6 Kilometer laufen. Ich habe mir die Zeit mal so angeguckt, unter einer Stunde insgesamt ist das ganz gut und ich guck mal, was dabei raus wird, ne? Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Wettkampf, wenn sowas angeboten wird. Auf jeden Fall fange ich aber heute an, erstmal locker mit der ganzen Geschichte. Ich mache jetzt nicht direkt 100 Klimmzüge oder so, sondern ich werde das Ganze erstmal mit 20% angehen. Ich will ja auch nicht direkt Muskelkater haben und ich möchte mich ja langsam hocharbeiten. Das heißt, ich nehme euch wirklich von Anfang bis Ende jetzt mit, wie das Ganze vonstatten geht, wie ich dafür trainiere. Und wir gucken uns dann am Ende mal die Zeiten natürlich auch an, wenn dann ein Monat oder so rum ist. Und mit 20 Kilo Gewichtsweste oder 10 Kilo Gewichtsweste werde ich das dann natürlich auch richtig machen. So macht man es dann bei den, in Anführungsstrichen, CrossFit-Games. Und ja, schauen wir mal. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal loslaufen. Ich habe auf meine Uhr eingestellt, dass ich erst 1,6 Kilometer laufe, dann drei andere Aktivitäten habe und dann wieder 1,6 Kilometer laufe. Und deshalb laufen wir jetzt erstmal los. Wie gesagt, das Ganze relativ locker. 20% bedeutet 20 Klimmzüge, 40 Liegestütze und dann eben 60 Kniebeugen. Und dann nochmal wieder 1,6 Kilometer laufen. Das Laufen ist ja nicht das Problem, das kriege ich ja ohne Probleme hin. Und der Rest wird sich zeigen. Ketogen das Ganze natürlich dann auch. Und dann wollen wir mal am Ende gucken, wie schnell das Ganze funktioniert. So, ich laufe jetzt los. 1,6 Kilometer. Ab durch Horsma. Ja, zack, die ersten 500 Meter. Ganz locker heute. Nichts Wildes. So, eine Meile haben wir. 6 Minuten 30. Und jetzt kommt die Liegestütze. Nächste Stage. Oh, ich muss erst ein bisschen frei machen, hier sehe ich gerade. 20 insgesamt. Fünf Stück, ein bisschen Pause. Und dann geht's weiter. So, nächste 40 Liegestütze. Ich muss mal ein bisschen aufräumen hier. 40. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. So, ich versuche heute mal den Bauch auf den Boden abzulegen. 20, jetzt machen wir 2x10 oder so. Das muss nachher deutlich einfacher gehen. 35, 36, 37, 38. 39, 40, so, weiter geht's, jetzt machen wir hier, ihr wisst schon, Kniebeugen, okay, 60, 1, 2, 3,
57, 58, 59, 60. So. Jacke an, sonst wird es zu kalt. Und wieder 1,6 Kilometer laufen. Beeilen wir uns. Ist halt noch kalt draußen, ne? Also, Uhr an, weiter geht's, nächste Runde. So, sofort geschafft. 1,59 und 1,6. So, das war Tag 1 der Murph Challenge. Erstmal reinkommen. Boah, ich bin auch heute so schwer. Aber das machen wir nochmal, wenn das Gewicht runtergeht. Zu viel Salz und Wasser ist nicht gut. Naja, aber ansonsten wollen wir mal schauen. Der nächste Wettkampf kommt ja auch bald, ne? Triathlon in Münster. Und da muss ich ein bisschen was für tun. Also, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich werde weitermachen die Woche. Wenn ihr wollt, nehme ich euch jeden Tag mit und mache dann so ein kleines Video da draus, so 5 Minuten oder so, und halt euch auf den Laufenden. Also viel Spaß, macht's ruhig nach. Murph Challenge. Mal gucken, was am Ende für eine Zeit bei rumkommt. Ich habe jetzt 21 Minuten gebraucht insgesamt. Mal gucken. Bis dann, Daumen hoch, kommentieren.